Ja, nach langer, langer Zeit melde ich mich auch mal wieder zurück. Der Hund ist auch dabei. Ich weiß nicht, ob sie ins Bild möchte. Ja, möchte sie. Ja, mitten dabei. Immer mittendrin. Ja, und zwar habe ich heute ein Frage-und-Antworten-Video für euch. Ich würde einfach mal anfangen, wenn Foxy mich lässt. So. Frage 1. Denkst du über ein zweites Pferd nach? Derzeit denke ich darüber tatsächlich gar nicht nach, weil ich mit Rönio voll ausgelastet bin und ja auch noch ein anderes Pferdchen reite, den Lago. Ja, neben der Arbeit und allem anderen habe ich auch für ein zweites Pferd momentan wirklich keine Zeit. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, weil ich sonst immer gesagt habe, ja klar, zweites Pferd wäre voll cool und so. Aber momentan habe ich wirklich genug mit allem zu tun. Nächste Frage. Welcher Beruf ist dein Traumberuf? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich arbeite ja momentan im Rahmen eines freien sozialen Jahres in Bethel und betreue da oder begleite da psychisch und suchtkranke Menschen. Das macht auf jeden Fall schon echt viel Spaß und ist eben was ganz anderes als mein Bürojob vorher. Ja, das will ich auch so ganz gerne weitermachen nach dem sozialen Jahr. Mal schauen, was kommt, würde ich sagen. Aber Traumberuf finde ich sehr hochgestochen. Keine Ahnung, kann ich jetzt so gar nicht benennen. Hattest du schon mal vor, dir ein anderes Pferd zu kaufen? Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, als letzten Herbst eben Robinos Diagnose so schlecht war, weil ich natürlich reiten wollte und springen wollte. Und ja, da hatte ich wirklich kurz drüber nachgedacht, ihn abzugeben. Mittlerweile kommt das gar nicht mehr für mich in Frage, weil wir auch in der Dressur eigentlich auf dem Weg sind, gut zusammenzufinden. Und ja, es ist natürlich auch... Es hängt mit zusammen damit, dass Robinho sich sehr gut erholt hat. Die Diagnose letzten Herbst war ja relativ schlecht. Ja, der ist halt eben nicht nur bedingt reitbar geblieben, er ist dressurmäßig voll belastbar, was einfach super ist. Es ist halt einfach so viel besser geworden, als wir alle erwartet haben. Und deswegen kommt auch kein anderes Pferd im Moment in Frage. Also weder ein zweites noch ein anderes. An wie vielen Stellen standest du mit Robinho schon? Ich bin momentan an meinem dritten. Und wenn ich überlege, dass ich ihn jetzt 11 Jahre habe, finde ich 3 Ställe total in Ordnung. Also ich glaube, da haben manche mehr Ställe in kürzerer Zeit durch. Wie viele Schabracken hast du jetzt? Boah, tricky. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, so zwischen 30 und 35. Müsste ich aber nochmal zählen. Ich habe ein paar gekauft. Eine abgegeben. Ich müsste zählen. Ah ja, Schabracken-Update, das ist schon die nächste Frage. Ja, kann ich gerne machen. Ja, wenn noch mehr ein Schabracken-Update von euch sehen wollen, oder beziehungsweise wenn noch mehr von euch ein Schabracken-Update von mir sehen wollen, schreibt das einfach mal in die Kommentare, hinterlasst ein Like unter dem Video und ich mache dann auf jeden Fall eins. Spooks oder Eskadron? Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Eskadron macht halt mehr Schabracken im Jahr, wo es dann immer mal wieder eine schöne gibt. Aber ich liebe meine Spook-Schabracken. Also sowohl die für Springen als auch für die Dressur, weil ich einfach das Design total schön finde. Diese Krone ist irgendwie schlicht, aber irgendwie doch was Besonderes. Keine Ahnung. Also ich finde beides total toll. Und ich liebe Äugle auch mit diesen pinken Schabracken von Spooks. Die haben ja jetzt auch ein paar mehr Farben rausgebracht. Und diese pinke Schabracke von Spooks ist schon verdammt geil. Mal schauen. So, welche Marke haben deine Stiefel und deine Sättel? Ja, meine Stiefel sind von Ariat. Das müssten die Ariat Heritage Conteur sein. Und meine Sättel sind einmal von Sommer. Das ist mein Dressursattel. Das ist ein Sommermodell Magnus. Und der Vielseitigkeitssattel ist von Kiefer. Das müsste der Kiefer München sein. Ja. Lieblingsreiter habe ich nicht. Also jemanden, den man so kennt, bei uns am Stall sind 2. Den gucke ich sehr gerne beim Reiten zu, weil das irgendwie Dressur ist, wie sie sein sollte. Total harmonisch und locker. Und ja, den gucke ich tatsächlich echt gerne beim Reiten zu. Aber von den Profireitern habe ich jetzt so keinen. Vorbild? Fragezeichen. Habe ich demnach auch nicht. Außer eben die beiden bei uns im Stall, weil die wirklich auf einem ganz tollen Niveau reiten und weil es einfach harmonisch ist. Also man sieht einfach, dass es total schön ist, dass sowohl Pferd als auch Reiter Spaß haben. Und ja, das wäre irgendwie mein Traumbild von Robinho und mir irgendwann. Reitest du mit oder ohne Gerte? Meistens mit,
nicht, weil Robinho so faul ist, sondern um ihn mal daran zu erinnern, dass er auch so eine Hinterhand hat, da hinten irgendwo, die nicht unbedingt im Stall stehen bleiben muss, nur weil wir jetzt in der Halle sind. Also, ja, meistens mit. Ab und zu lege ich sie dann aber auch weg. Oder ja, weiß auch, dass ich sie einfach nicht brauche. Wenn ich jetzt nur ausreiten gehe, brauche ich keine Gerte. Lässt du freilaufen oder longierst du lieber? Das kommt bei mir irgendwie drauf an, was ich machen will. Also wenn ich jetzt sage, ich will einfach nur, dass Robinho sich so ein bisschen die Füße vertritt und bewegt ist, dann lasse ich ihn gerne freilaufen, damit er sich auch mal austoben kann, ausbuckeln kann, ganze Bahn galoppieren und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber irgendeinen Sinn hinter dieser halben Stunde oder dreiviertel Stunde haben will, dann hänge ich ihn an die Longe, bind ihn aus, pack vielleicht noch Stangen dazu, dann haben wir eben einen Trainingseffekt. Aber ansonsten bin ich auch immer für Freilaufen, da können sie sich auch schön wälzen. Und zumindest Robinho hat da auch immer sehr viel Spaß dran. Ja, was war dein schönstes Erlebnis mit Robinho? Auch eine gute Frage. Es gibt so viele kleine, schöne Erlebnisse, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, welches das Allerschönste war. Ich glaube, als wir unser allererstes Schleifchen gewonnen haben. Das war irgendwie cool, weil er auch total brav war, auch in der Siegerehrung und bei der Ehrenrunde. Und das war irgendwie echt, das war schön, ja, doch. Ansonsten ist aber so vieles schön, wenn er brav im Gelände ist, wenn ich ihn in der Plastikplane einwickeln kann. Das sind so Kleinigkeiten. So. Trägst du beim Shooting lieber ein Kleid oder normale Kleidung? Ich glaube, ein Shooting mit einem Kleid habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich einfach kein Kleid habe. Finde ich aber immer schön. Also ich gucke mir das total gerne bei Facebook an, wenn jemand da in so einem schönen Kleid steht, hüpft Pferd oder vielleicht Nebel oder Sonnenaufgang. Ich nicht. Ich habe einfach kein Kleid. Aber wenn ich eins hätte, dann würde ich auf jeden Fall ein Shooting mit dem Kleid machen. Ich finde aber auch Shootings in Reitklamotten schön und in einer schönen Jeans oder Bluse. Und ja, da habe ich jetzt keine Vorliebe. Was würdest du ändern, wenn du eine Zeitmaschine hättest? Oh, aufs Reiten bezogen würde ich, glaube ich, die Zeit wirklich ziemlich weit zurückdrehen. So rund 10 Jahre. und dann würde ich bei Robinhos Ausbildung einfach einiges anders machen. Ich würde auch früher den ersten Stall verlassen wahrscheinlich. Ja, und auf mein normales Leben bezogen, wüsste ich gar nicht, ob ich da was ändern würde. Ich glaube nicht. Nö, ich glaube nicht. Wie findest du es, ein Pferd am Langzügel zu führen? Ich finde es gut. Ich finde, es ist ein bisschen abwechslungsreich. Es ist ja auch oftmals als Fahren vom Boden angesehen. Und ich finde einfach egal, ob man da jetzt Seitwärtsgänge, vorwärts, rückwärts, irgendwas macht, es ist einfach Abwechslung. Und es stärkt die Bindung. Also ich finde, sowas stärkt halt auch immer die Bindung. Man muss dem Pferd irgendwie vertrauen, das Pferd muss auf einen selbst hören, auf die Stimme. Und ich finde das gut. Deine Meinung zu gepflegten Offenstellen? Ja, Offenstelle ist ja so ein heikles Thema. Ich finde, es kommt aufs Pferd drauf an, ob das Pferd geeignet ist für einen Offenstall oder nicht. Beim Robinho wüsste ich, der wäre gar nicht glücklich. Der braucht einfach seine Ruhe und ja, seinen geschützten Raum, weil der auch unglaublich ungern draußen steht, wenn es regnet oder windig ist oder kalt ist oder. Deswegen ist so eine Paddockbox für ihn schon total toll. Da hat er selbst die Wahl, stell mich raus, stell mich rein. Und wenn er drin ist, hat er eben auch seine Ruhe. Ne? Wenn draußen auf dem Paddock seine Nachbarn ihn irgendwie nerven und beide in seinen Paddock reingucken, geht er halt rein. Fertig. Und beim Offenstall hätte er eben diese Ruhe nicht. Da könnte immer irgendwer ankommen und ihn nerven und er käme ja nicht zur Ruhe. Aber für andere Pferde scheint das total gut zu sein. Und deswegen bin ich beim Offenstall einfach der Meinung, dass jeder auf sein Pferd achten muss. Für das eine Pferd ist es was, für das andere Pferd ist es eben nichts. Wie lange reitest du schon? Ich reite jetzt tatsächlich seit 18 Jahren. Bin selbst 23 jetzt, also schon sehr, sehr lange. Ja, genau. Wie ist der Name deines ersten Pferdes? Ich glaube, ihr wisst es noch gar nicht. Mein erstes, allererstes Pferd war eigentlich der Rossini. Der war aber nur einen Monat bei uns, da mussten wir ihn leider wieder zurückgeben. Das ist eine etwas komplizierte und längere Geschichte. Jedenfalls kam erst danach Robinho. Also mein eigentliches erstes Pferd heißt Rossini. Ist Robinho für Kinder geeignet? Jein. Er macht nichts,
Also, er würde jetzt nicht buckeln oder so, aber er ist natürlich auch nicht ganz einfach zu reiten und zu sitzen. Und deswegen fällt es halt vielen Kindern einfach schwer, ihn dann wirklich zu reiten. Klar, wenn die nur ein bisschen Schritt außen rum gehen wollen oder auch mal im Trab ganz oben, das geht, da macht er nichts. Aber so an sich ist es kein Pferd, was super handelbar ist für Kinder, weil er eben korrekt geritten werden will und Kinder oder viele Kinder kriegen es einfach nicht hin, ihn auf dem Zirkel zu halten mit den äußeren Hilfen und ihn dann auch wieder locker zu werden. Ne? Die kommen dann schnell ins Ziehen und er denkt sich dann, oh ja super, dann gehe ich über die äußere Schulter. Deswegen ist es manchmal etwas schwierig, aber er ist auf gar keinen Fall böse oder buckelt oder geht ab oder so. Was sagst du zu Springen in höheren Klassen? Ja, ich bin voll der Springreiter und ich bin der Meinung, egal ob man in höheren Klassen springt oder in höheren Klassen Dressur reitet, die beiden werden belastet und jeder soll das tun, was er, woran er Spaß hat und woran das Pferd Spaß hat. Und ja, ich finde es gut, kann ich sonst nichts zu sagen, ich finde Springen in höheren Klassen super. Bis zu welcher Klasse maximal? Also das Springen in höheren Klassen, bis zu welcher Klasse maximal? Mächtigkeitsspringen muss nicht sein. Aber für mich selbst. Ich bin fasziniert davon, was Pferde und Reiter leisten können. Aber so ein S-Springen, da könnte ich mir noch vorstellen, dagegen zu reiten. Alles, was darüber hinausgeht, würde ich nicht mehr anreiten können. Da wäre dann irgendwie meine Angstgrenze erreicht. Wie oft bist du vom Pferd gefallen? Das kann ich gar nicht sagen, weil ich so oft vom Pferd gefallen bin in meinem Leben. Ich weiß nicht, wenn ihr eine Zahl wollt, bestimmt über 100? Oft. Also ich bin wirklich schon öfters mal vom Pferd gefallen. Was war dein schlimmster Sturz? Also von den Verletzungen her war das, glaube ich, 2013. Da bin ich vom Pferd gefallen und habe mir alle Bänder hier in der Schulter gerissen. Diese, die hier so quer verlaufen. Ja, das war von den Verletzungen her auf jeden Fall das Schlimmste. Aber ich glaube, was am schlimmsten aussah, war wahrscheinlich irgendein Sturz beim Springen, wo ich mal wieder, oder was heißt mal wieder, ich bin auch nicht immer auf die Ständer gefallen, aber ich bin schon mehr als einmal auf die Ständer und auf die Stangen gefallen. Und ich glaube, das sieht halt schlimmer aus, als wenn man einfach nur vom Pferd fällt. Verletzt habe ich mich bei diesen Springunfällen zum Glück nie. Aber es ist schon mal vorgekommen, dass ich den Ständer mitgenommen habe. Reitest du mit Sporen? Ja, ich reite mit Sporen. Nicht jedes Pferd, aber den Robinho schon. Damit er eben auch mal so ein bisschen so die Rippen biegt und so. Und eben auch wieder die Hinterhand nicht vergisst. Das ist immer unser großes Thema. Ja, ich finde auch Sporen, wenn man damit umgehen kann, überhaupt nicht schlimm. Alles ist nur so schlimm, wie man es anwendet. Von daher denke ich halt auch, Sporen sind nicht schlimm, Gerte ist nicht schlimm, solange man sie eben nicht missbraucht, sondern gebraucht. Was ist deine Lieblingsrasse? Habe ich gar nicht so richtig. Also ich finde Fjordpferde total toll. Ja, Westfalen, natürlich. Aber ansonsten habe ich jetzt gar nicht so eine richtige Lieblingsrasse. Und das nächste Pferd, da würde ich auch nicht unbedingt losziehen und sagen, oh, ich kaufe mir jetzt aber wieder einen Westfalen. Da würde ich halt einfach sagen, ich möchte die und die Attribute erfüllt haben. Und wenn es dann ein Hannoveraner wird, ist gut. Wenn es ein Oldenburger wird, ist super. Wenn es ein Trakehner wird, dann keine Ahnung was, ist alles okay. Wenn alles passt, dann ist mir die Rasse halt auch egal. Deine Lieblingsfellfarbe? Ja, auf jeden Fall was Dunkles. Am liebsten Rappe. Dunkelbraun geht auch noch. Oder so ein schönes Hellbraun mit richtig schwarzer Mähne und schwarzem Schweif finde ich auch schön. Ja, was ich gar nicht mag, sind Füchse und Schimmel. Ja. Wie stehst du zu Trense und Kandare? Ja, das gleiche wie bei Sporen und Gerte. Ich finde auch die Kandare nicht schlimm, wenn man sie nicht missbraucht, sondern gebraucht. Robinho hatte auch schon ein paar Mal eine Kandare drin, fand er voll in Ordnung. Den stört ja relativ wenig eigentlich. Und der macht auch neue Sachen immer gut mit. Ja, finde ich also total okay. Ja, und Trensen benutze ich selbst auch. Ich habe zwar auch so einen LG-Zaum, den benutze ich aber seltener, weil es einfach irgendwie nicht hundertprozentig das ist, was uns passt. Also, Robinho läuft gut damit, aber eben auch nicht besser als ohne Gebiss, als mit Gebiss. Ja. Ja.
Welche Trensen und Kandaren benutzt du selbst? Ich habe eine schwedisch kombinierte Trense, das ist meine Dressurtrense. Dann habe ich eine mexikanische zum Springen und Ausreiten. Und dann habe ich noch eine englisch kombinierte zum Longieren. Eine Western-Trense habe ich noch. Das war's. Und eine englisch kombinierte als Reservetrense, sage ich mal. Ja, und in allen habe ich doppelt gebrochene Wassertrensen. Bis auf in der Dressurtrense, da habe ich ein doppelt gebrochenes D-Ring-Gebiss. Ja, ich glaube D-Ring oder Olivenkopf. D-Ring. Ja. Wie stehst du zu gebisslos? Ja, ich glaube, das habe ich eben schon so ein bisschen angerissen. Ich finde gebisslos nicht schlecht, aber auch nicht gut. Es kommt wieder aufs Pferd drauf an. Die einen können damit, die anderen können damit nicht so gut. Es gehört auf jeden Fall in erfahrene Hände, gerade so Dinge wie dieses Hackamore oder auch das Bosal. Alles, was auch scharf auf der Nase ist. Ich habe um meinen Glücksrad zum Beispiel auch ein Nasenpolster, damit es nicht scheuert. Aber ich denke, da muss eben auch jeder Reiter gucken, womit er am besten klarkommt und womit vor allen Dingen das Pferd am besten klarkommt. Ich finde immer, es ist schön und gut zu sagen, Offenstall ist super und gebisslos ist super und auf gar keinen Fall Sporn, auf gar keinen Fall Gerte. Aber es passt halt nicht zu jedem. So, man kann ja nicht jedes Pferd nach Schema F reiten. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich das nochmal in den Hinterkopf ruft. Was ist die effektivste Übung fürs Pferd? Kann ich gar nicht so genau sagen, weil es ist ja nicht so, dass jede Übung für alles gut ist. Also man hat ja verschiedene Übungen und verschiedene Dinge zu trainieren und zu üben. Und es kommt halt immer so drauf an, wenn ich jetzt aufsteige und merke, oh, der ist total fest, reite ich viele gebogene Linien, Vorwärtsabwärts, Übergänge, sowas alles. Wenn ich merke, ihm fällt jetzt heute mal schwer, sich zu versammeln, reite ich viel Trab halt, rückwärts richten, sowas. Also es kommt halt immer darauf an, was man gerade für ein Problem hat. Ja, das finde ich auch wieder, das kann man nicht ja, so pauschalisieren, dass die und die Übung auf jeden Fall für jedes Pferd super ist, weil es einfach nicht funktioniert. Das ist ja wie bei Menschen, bei uns ist ja auch nicht alles bei jedem gleich gut. Und ja, das sollte man eben bei den Pferden auch so sehen. Wie bist du auf Robinho gestoßen? Das war 2005. Und zwar im landwirtschaftlichen Wochenblatt unserer Region. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist so ein Bauernmagazin oder eine Bauernzeitschrift. Da kann man Traktoren und Schweine und Kühe und unter anderem auch Pferde reinstellen. Aber es ist halt alles ungefähr in der Region, weil damals gab es noch kein E-Horses, da gab es nur Pferde.de und das war halt auch so in Deutschland weiter Markt, aber da stand nicht so viel drin aus unserer Region, weil wir eben auch eine relativ ländliche Region hier sind. Und ja, deswegen haben wir halt im landwirtschaftlichen Wochenblatt geguckt, da sind wir dann auf ihn gestoßen, sind hingefahren, haben ihn uns angeguckt, Ankaufsuntersuchung und dann weiter. Wo arbeitest du gerade? Ja, ich habe es schon mal angerissen, ich arbeite in Bethel. Ich arbeite im Alltagsbegleitungsbereich mit psychisch und suchtkranken Menschen und ja, was wollt ihr noch wissen darüber? Ich glaube, grob angerissen war es da schon. Ach genau, es ist jetzt kein Angestelltenverhältnis, es ist mein freies soziales Jahr. Und was danach kommt, mal schauen. Bist du Eskadron-süchtig und hast deine Lieblingskollektion? Ich weiß nicht, ob ich Eskadron-süchtig bin. Ich glaube nicht. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Kann ich echt nicht so sagen, weil ich kaufe nicht aus jeder Kollektion was. Und ich kaufe auch nicht aus irgendeiner Kollektion mehrere Dinge. Also es ist dann irgendwie schon so, dass die Kollektion auf den Markt kommt, die ich mir auch angucke und wo ich dann auch mal in den Laden fahre und mir das live angucke. Aber wenn mir die Farbe nicht gefällt, dann kaufe ich sie auch nicht. Und wenn mir die ganze Kollektion nicht gefällt, dann kaufe ich auch von der ganzen Kollektion nichts. Also ich muss nichts kaufen. Und ich glaube, wenn ich süchtig wäre, hätte ich aus jeder Kollektion mindestens einen Teil. Vielleicht rede ich mir das auch gerade einfach nur schön. Na, wer weiß. Meine Lieblingskollektion war wahrscheinlich Choco Chip Pink aus 2007. Und gab es danach nochmal eine, die so toll war? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, das war jetzt seit langem. Ja, das ist meine Lieblingskollektion 2007. Choco Chip Pink, da habe ich auch tatsächlich die Abschützdecke von. Die Cotton-Schabracke in Pink, die weiße Schabracke mit dem schönen pinken Rand,
Bandagen, ein Halfter und ein Strick, ja. Die hatte ich fast komplett. Und danach hatte ich gar. Gar keine Kollektion mehr so komplett. Also ich habe die Ice Blue ist total schön. Da habe ich Bandagen und die Big Square von. Was finde ich noch voll schön? Ja, natürlich die jetzigen Pink aus der Next Generation. Neon Pink. Die Nikis sind immer schön. Aber so richtig, richtig, richtig toll fand ich damals echt die Choco Pink, ja. Wie geht es dir und Robinho? Das ist eine Frage, die habe ich bewusst zum Schluss gestellt. Robinho geht's gut, auf jeden Fall. Der lahmt nicht, die Beine sind schön dünn und kühl immer. Der sieht gut aus, der baut an Muskeln wieder auf. Robinho geht's gut, kann ich nur so sagen. Foxy geht's auch gut. Die schläft hier rechts neben mir, deswegen gucke ich da ab und zu mal hin. Vielleicht kommt sie ja noch mal ins Bild. Nee, sie bleibt, glaube ich, liegen. Guck mal her. Ja, sie bleibt liegen. Aber da ist ein Ohr. Nein, lieber liegen bleiben und gekraut werden. Ja, Foxy geht's auch gut. Die ist ja jetzt seit Ende Mai bei mir. Also auch schon fast ein halbes Jahr. Nee, ist über ein halbes Jahr. Ist über ein halbes Jahr. Ja. Mir geht's halt so lala. Deswegen kam jetzt auch in letzter Zeit so wenig Videos. 2016 war halt für mich irgendwie verdammt hart und nervenaufreibend und anstrengend und ja, stempeln wir es einfach mal so ab und starten frisch ins neue Jahr. Ja, also ich kann euch nur sagen, ich bin nicht ernsthaft erkrankt. So an sich geht es mir gut, gesundheitlich. Aber ne, man kennt es ja, dann ist man mal nicht gut drauf oder denkt viel nach oder. Aber ich hoffe, dass es jetzt 2017 auf jeden Fall besser wird. Und ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dass mehr Videos kommen und mehr Blogposts und ja, auf jeden Fall wieder mehr Shootings. Die haben mir 2016 auch echt gefehlt. Ja. Ich bin frohen Mutes und blicke der Zukunft eigentlich relativ freudig entgegen. Oder was heißt der Zukunft im neuen Jahr erstmal? Denke, es wird auf jeden Fall besser als das alte Jahr. Und freue mich aber, dass ihr mir so treu geblieben seid und dass ihr auch danach gefragt habt, wie es uns geht. Dass ihr überhaupt so viele Fragen gestellt habt. Und ja, ich möchte euch Danke sagen dafür, dass ihr so toll seid, dass ihr so eine liebe Community seid, bei der es eigentlich relativ wenig Hate gibt. Und ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr. Und hattet eine schöne Weihnachtszeit. Das kommt alles ein bisschen spät, weil ich habe es einfach vor Weihnachten nicht mehr geschafft. Und dementsprechend auch nicht mehr vor Silvester. Ich habe nämlich auch noch gearbeitet zwischen den Tagen. Deswegen wünsche ich euch jetzt einfach alles. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr 2017. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit, habt euch recht beschenken lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns jetzt wieder öfter. Bis zum nächsten Mal.